Einen wunderschönen Vormittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum StarTalk 2019 anlässlich der Starnacht aus der Wachau. Mein Name ist Birgit Perl, Moderatorin des ORF Niederösterreich, und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich im Namen des Veranstalters der Starnacht, IP Media. An dieser Stelle auch ein sehr, sehr herzliches Dankeschön an alle Partner, Sponsoren und natürlich auch an die Medienvertreter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Alexander Hofer, es ist unbestritten, die Starnacht ist ein Erfolgskonzept. Die funktioniert seit 20 Jahren in Kärnten, seit 8 Jahren auch bei uns in Niederösterreich. Was macht den Erfolg der Starnacht aus? Ich glaube, es sind mannigfaltige Gründe, die dazu geführt haben, dass man von einer Erfolgsgeschichte par excellence beim Format Starnacht sprechen kann. Vor 20 Jahren an den Gestaden des Wörthers sehr aus der Taufe gehoben, die Gestaden der Donau seit 8 Jahren erreicht. Ich glaube, es ist die wirklich hervorragende, auch vom Publikum hier, immer vor Ort, aber auch an den Fernsehgeräten geschätzte Vielfalt. Ein sensationelles Line-up, auch heuer. Man kriegt einen ersten Eindruck, wenn man sich umsieht, welche Künstlerinnen und Künstler heute und heuer auch das Publikum erfreuen werden. Besonders in der Wachau die atemberaubende Kulisse. Wir spielen ja hier im Weltkulturerbe, und allein die Situation, wenn die Sonne untergeht und der blaue Turm vis-à-vis von Rosatzbach in Dürnstein zum Glänzen kommt mit traumhaften Melodien und die Donau davor. Dieses Gesamtangebot, diese Mischung aus Kultur, Landschaft und Musik und guter Stimmung kann eigentlich nur ein Erfolgsrezept sein. Zum 5. Mal ist der MDR mit an Bord. Das lässt eigentlich darauf schließen, dass ihr sehr zufrieden seid und dass die Kooperation sehr gut läuft. Wir sind sehr zufrieden. Ich habe mal nachgeschaut, wir hatten begonnen mit deutschlandweit 500.000 Zuschauern. Letztes Jahr hatten wir 1,2 Millionen. Und das ist immer bei den Starnächten so, ob am Wörthersee oder in der Wachau. Also 1,2 bis 1,5 Millionen deutschlandweit ist schon eine sehr gute Zahl. Und letztendlich werden wir daran gemessen. Das zeigt auch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Sendern, MDR, ORF. Also wir haben übers Jahr, machen wir zweimal die Musi, zweimal die Starnächte, wir machen Specials zusammen, Hansi Hintersee und die GRC. Dann natürlich die Silbereisen-Shows, fünfmal im Jahr, mit jeweils 6 Millionen Zuschauern in Deutschland, ist ja ein gutes Ergebnis. Also wir sind sehr, ja nicht zufrieden, ist ein blödes Wort, wir ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Der Mix des Moderatoren-Duos Barbara Schöneberger und Alfons Heider, der scheint auch sehr gut anzukommen. Der kommt an, weil es ist ein sehr schöner Kontrast oder ein sehr gutes Zusammenspiel. Witzige Barbara Schöneberger und charmanter Alfons Heider, besser kann man sich eigentlich gar nicht wünschen, oder? Ja, absolut, freue mich sehr, dass Sie auch heuer wieder unser Publikum begrüßen werden. Darf mich an dieser Stelle auch beim MDR sehr, sehr bedanken aus ORF-Sicht. Rolf hat schon richtigerweise die Vielfalt an unseren Möglichkeiten zur Zusammenarbeit aufgezählt. Solche Shows sind in Zeiten enger werdender Budgets ohne Partner schwer zu machen. Deswegen sind wir da sehr verschweißt und wissen, dass das jeweilige Publikum in den einzelnen Ländern dieses Angebot auch schätzt. Wäre mit euch und ohne euch in dieser Form und in dieser Qualität auch nicht möglich. Danke dafür, wir werden diese Zusammenarbeit fortsetzen. Und dann immer wieder dazwischen die Frage auftaucht, na jetzt sind wir zum 8. Mal da, dann wäre im nächsten Jahr vereinbarungsgemäß, wenn wir hier wieder Station machen, das 9. Also mit Sicherheit sind wir 2021 zum 10. Mal hier auch zu Gast. Das heißt, die Starnacht aus der Wachau geht einer guten, gemeinsamen Zukunft entgegen. Das wollte ich gerade noch fragen. Gemeinsam, ihr bleibt an Bord. Wir bleiben an Bord. Wunderbar. Meine Herren, vielen herzlichen Dank. Viel Spaß heute Abend bei der Starnacht. Servus Alfons. Meine Barbara. Morgen. Die ist frisch jedes Mal. Es ist so eine Freude, mit dir zu plaudern, mit dir auf der Bühne zu stehen. Es ist einfach fein. Wie machst du das mit der guten Laune? Mein Leben ist einfach sehr schön, ehrlich gesagt. Und ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich mir schon ganz oft, egal wo ich hingehe, immer die Leute anschaue, wie die ihren Beruf machen. Und ich höre so oft Radio und dann höre ich immer, wie im Radio gesagt wird, haltet's durch, es ist 2:30, noch 2 Stunden, dann ist Feierabend. Und dann denke ich mir immer, wow,
so ist das Leben halt für die meisten Leute und für mich ist es nie Feierabend oder so, sondern ich bin einfach da, ich bin ich selber, ich muss keine Rolle spielen. Es ist einfach nicht anstrengend und deswegen immer sehr unterhaltsam, zumindest für mich. Und wenn dann die Leute es auch noch gut finden, was ich mache, aber das finde ich eher zweitrangig. Also Hauptsache ich selber habe Spaß. Auch das ist eine Ansage. Alfons, färbt das ab, Ihre gute Laune? Ja, unbedingt, ja. Also wir beide wären froh, wenn es die Starnacht 6-mal im Jahr geben würde. Weil 2-mal ist zu wenig, nicht? Wir gewöhnen uns einander wieder so und dann ist wieder 10 Monate nichts. Ich weiß gar nicht, wie es ausschaut. Ne? Aber das mit der guten Laune ist bei ihm wirklich echt. Du kannst ihm 3:45 mit 5 Uhr ausklopfen. Hallo, ja, was machen wir? Wir spielen jetzt, macht nichts, wir gehen ins Bett. Also, und das pflanze ich auch auf die Bühne fort. Ich bewundere unsere Chefs, weil wir sind natürlich schon als Duo so gut eingespielt, dass wir natürlich schon manchmal, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, vom Buch ein bisschen abweichen. Und dann sitzen alle irgendwo, wo sind die jetzt, wissen die, wie ich ein Sänger und wissen überhaupt, wie die Show heißt, aber es ist noch nie was passiert. Also, ja, macht wirklich Spaß. Und ihr hattet ja auch gestern schon mächtig viel Spaß bei der Generalprobe. Ja, das ist immer, ich bin ja Schauspieler und abergläubig. Also wenn ein, und es ist eigentlich, oh ja, ich habe das Mikrofon, das nicht funktioniert hat bei mir. Es war unsere eigene Schuld, ich habe nämlich das Mikrofon vom Schiff in der Hand gehabt und das funktioniert nicht auf der Bühne. Also ich glaube, man hat mich abgedreht, ich glaube, hier hat wieder jemand bestochen, mich abzudrehen, dass sie auf dem Bild ist. So ist es nämlich nicht zwischen uns. Aber sonst ist nichts passiert, was dem auch nichts passiert. Es war nur 14 Grad, es war ein bisschen wenig. Heute wird es wärmer sein, heute haben wir 15 Grad. Aber ich muss sagen, ein Kompliment, aber das vorhin auch gesagt, das Publikum hier ist anders. Sie sind ein bisschen, vielleicht sind Weintrinker ein bisschen anders. Also es ist hier die Stimmung, Sie haben gesagt, hier ist ein bisschen weniger Camp David. Ja, also es ist so, na, ich meine nur, also am Wörthersee sind ganz andere Leute als hier. Ich habe das gestern gesehen, ich stand im Publikum und es ist sind wahnsinnig nette Leute und mit denen kannst du halt dann auch, wenn die Show schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist, immer noch gut dich unterhalten. Das ist ja nicht immer so. Und das war sehr angenehm und was ich toll fand gestern, die Leute haben richtig zugehört, weil ich mir immer denke, es ist ja auch anstrengend da zu stehen und es ist voll und man steht eng und es ist draußen und es sind Geräusche und trotzdem haben die zugehört, was wir gesagt haben und deswegen, dann macht es natürlich auch Spaß, weil wir überlegen uns ja auch was Nettes und dann ist es natürlich auch nett, wenn es dann bei den Menschen ankommt. Ja. Entschuldigung, man muss der Region auch noch ein Lob aussprechen, weil natürlich dieses Bild, es gibt eine große Szene von uns vor den Ruinen, die beiden Ruinen im Bild, das ist sensationell, schon aus wie Hollywood. Man könnte meinen, dass das wirklich gezeichnet ist. Und das ist natürlich schon, das ist genau, ich würde sagen, also wenn, ich sage immer wieder, dass die Côte d'Azur ist für uns Kärnten, aber dann ist das hier wirklich ein bisschen so das Hollywood von Österreich in Wachau. Das ist so schön, dass fast nicht echt sein kann. Eine Frage habe ich jetzt noch, weil der Alfons schon das Wetter angesprochen hat. Das war ja strahlend Sonne, genauso wie heute. Es war ein super schöner, milder Nachmittag und dann, zack, die Sonne geht unter und es war ja fast eisig. Ich habe dich dermaßen bewundert in deinem fashion, kurzen Kleid. Wie hast du nicht gefroren? Ja, also ich meine jetzt vom Körperbau her bin ich jetzt ja nicht so, dass man sagt, ich gerate zu schnell in die Unterkühlung. Jetzt ist es auch so, dass ehrlich gesagt, wenn du mit Adrenalin auf der Bühne stehst, dann merkst du jetzt nicht, also ich denke jetzt nicht die ganze Zeit darüber nach, dass es wahnsinnig kalt ist. Es ist halt kalt, aber es ist ja wurscht, es bringt ja nichts. Also ich kann jetzt anfangen zu weinen oder ich sage halt, jetzt machen wir es und danach ziehe ich mich warm an. Ich neige nicht zu Krankheit, deswegen mir ist es wurscht, mich kannst du auch voll in den Regen und in den Wind stellen, ich werde nicht krank. Und ich werde ja wahnsinnig süß bekümmert. Es kommen immer wahnsinnig nette Mädels aus der Kostümabteilung und hängen mir die Jacke vorne über und einer hinten und Ding. Und wir stehen auch ab und zu im Zelt, wo es schön warm ist, weil es ist ja, viele Leute denken, die Hauptattraktion findet draußen auf der Bühne statt, aber es gibt ja auch ein Zelt und ein VIP-Zelt und man glaubt ja nicht, wie viele tausend Leute sich da nochmal rumdrücken. Also da steht man auch schön eng beisammen und da ist es wahnsinnig warm, habe ich mich zwischendurch ein bisschen aufgewärmt, Alfons auch. Und dann, es geht so schnell vorbei, wenn man sich gut amüsiert und wir rennen ja auch, wie man sieht, die ganze Zeit rum. Ich habe natürlich früher gedacht, ich stehe da auf der großen Bühne und mache einen riesen Zampano, aber Fakt ist, wir stehen ja meistens im VIP-Zelt, am Steg oder im Boot. Auf der Hauptbühne bin ich gar nicht so viel und wir laufen sehr viel rum. Und wer einmal durch kniehohen Rindenmulch gewartet ist, der weiß, das ist auch zu anspruchsvoll, da wird es einem nicht kalt. Hier ist da meine Uhr um, ja. Die Uhr ist mein Vieh, also wir gehen ungefähr 4800 Schritte in der Show. Und das ist mit High Heels natürlich Kompliment, also dass die nicht hängen bleibt. Letztes Mal hatten wir einen tollen Auftritt am Wörthersee, der wird heute nicht passieren. Was ist passiert? Na, auf die Ding hat es dich gehabt. Du bist auch. Na,
stimmt, ich bin beim Rauskommen auf der Bühne, beim ersten Schritt auf die Bühne bin ich hingefallen und dann ist ja so, dass ich eine Art von Corsage drunter trage, die es mir nicht erlaubt, mich zu bücken. Das heißt, ich bin einfach so hingefallen, ohne mich in der Mitte zu knicken und dann mussten Leute kommen. Ich habe das nicht angespielt, ich bin elegant drüber gestiegen, kann er das sehen. Danke, bitte. Das war jetzt nicht sehr gentle. Ja, natürlich, wenn man das dann wirklich aufnimmt und spielt, na, dann ja. Denken die... Das war bei der Generalprobe? Nein, das war bei der Sendung. Ah, das war schon bei der Sendung? Nein, das war bei der Live-Show. Aber ehrlich gesagt, auch das ist lustig, weil es gehört alles dazu, es ist live. Und dann haben wir gesagt, wir spulen nochmal zurück. Und dann sind wir nochmal reingekommen und dann ging es gut los. Weil man muss gut starten, sonst stolpert man durch die ganze Show. Okay, also ich wünsche euch keine Stürze, ganz im Gegenteil. Drohne richten, weiter geht's, oder? Viel Spaß heute Abend. Barbara Schöneberger, Michael Zeiler. Ja, meine Damen und Herren, die Bühne hat ja ein Refreshment bekommen. Die ist wirklich beeindruckend, wenn man sich das ein bisschen anschaut. Wir sind auf einer Bühne, die ist 30 Meter breit, 13 Meter hoch, 14 Meter tief, 120 Quadratmeter LED-Fläche. Es gibt hunderte Scheinwerfer und 150 Moving Lights und in der Arena selbst haben 3000 Menschen Platz und die Arena ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn wir uns jetzt die Technik dahinter anschauen, die ist nämlich ähnlich beeindruckend. Michael Götzhaber, was sind denn die besonderen technischen Highlights? Na, wir sind heute und heuer wieder mit dem größten Produktionsmittel vor Ort, also das ist ein riesengroßer Sattelschlepper. Vor 8 Jahren haben wir mal eine Probeanfahrt gemacht, wo wir überhaupt an das Veranstaltungsgelände herankommen. Das ist positiv ausgegangen. Wir haben zahlreiche neue Kamerasysteme im Einsatz. Immer mehr und immer weiter geht es in Richtung Funkkameras, also nicht mehr die kabelgebundenen, sondern Funkkameras, damit man sehr flexibel reagieren kann. Die Bühne wird immer größer, immer mehr Effektlicht, immer mehr Videowalls, also wirklich toll für die Sendung. Hochmotiviertes Personal, hochmotivierte Mitarbeiter und Mitarbeiter, tolle Kooperation mit der Hippe Media, mit dem Land, mit der Wachau. Schönes Wetter, schönes Ambiente, was kann uns besseres passieren? Genau so ist es. Und falls es wirklich Menschen gibt, die heute Abend was anderes vorhaben, als die Starnacht aus der Wachau anzuschauen, es gibt die ORF-TV-Tek, die ist wahrlich ein Segen. Wird auch heuer wieder die Starnacht im Livestream zu sehen sein? Ja, die TV-Tek ist jetzt 10 Jahre alt, wir haben sie im Jahr 2009 gegründet und die Starnacht war von Anfang an, sowohl die am Wörthersee als auch die in der Wachau, ein fixer Bestandteil, und zwar sowohl als Livestream, also Menschen, die nicht zu Hause sind, unterwegs sind, auch jetzt beim schönen Wetter können über Smartphone den Livestream verfolgen aus der Wachau, aber auch jene, die es versäumen. Auch im Ausland sind, können sie 7 Tage nach der heutigen Fernsehausstrahlung auch abrufen, und es sind bis zu 150.000 Menschen, die dieses Angebot nützen. Es gibt viele, vor allem Jüngere, die das lineare Fernsehen gar nicht mehr so verwenden. Für die ist die TV-Tek ein Top-Angebot des ORF und die Starnacht ein besonderes Highlight. Das heißt, ab heute dann wieder 7 Tage zu sehen in der TV-Tek? 7 Tage in der TV-Tek zu sehen. Ich hoffe, dass sich diese 7-Tage-Regel mit dem neuen ORF-Gesetz nächstes Jahr ändern wird. Das versteht ja niemand, das ist ja auch kundenfeindlich, wenn wir dann tolle Produktionen wie aus der wunderschönen Wachau hier mit tollen Künstlern dann einfach offline stellen müssen in der neuen Internetwelt, eigentlich ein Witz. Und wir wollen auch mit dazu beitragen, dass das in Zukunft dauerhaft auf der TV-Tek und später im ORF Play abrufbar sein wird. Das wäre natürlich fantastisch. Eine Frage noch, Michael Götzhaber, wie lange braucht ihr für den Aufbau? Der wird wahrscheinlich sogar länger dauern als dann für den Abbau. Nein, also wie 20 Jahre Starnacht in Kärnten, 8 Jahre Starnacht hier in der Wachau. Es ist natürlich keine Live-Sendung, wird zu einer Routine, aber wir laden und haben die Anreise am Mittwoch, Aufbau am Donnerstag und Probe, Freitag die Generalprobe, Samstag die Sendung und Teilabbau und Sonntag wieder Heimreise. Das geht zack, zack. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, einen großen Applaus für unsere beiden Technik-Chefs. Dankeschön. Groß im Einsatz, alle Jahre wieder bei der Starnacht ist auch der ORF Niederösterreich, und ich darf jetzt Programmchefin Andrea Pollack-Steuner zu mir bitten. Andrea, ich übertreibe wahrlich nicht, wenn ich sage, der ORF Niederösterreich ist groß im Einsatz. In welchen Sendungen wird denn berichtet über die Starnacht? Wir sind schon groß im Einsatz, wir sind schon fast seit 2 Wochen groß im Einsatz, weil wir uns natürlich schon seit 2 Wochen
intensiv auch auf die Starnacht vorbereiten. Seit Donnerstag berichten wir auch von hier. Also wir haben online natürlich Radio, Fernseheinstiege gemacht. Und das Interessante ist ja, wenn wir Redaktionssitzungen haben und die Redakteure einen Redakteur für die Starnacht nominieren, es schreien immer alle, ich bitte, ich bitte, ich bitte. Normalerweise gehen alle Redakteure in Deckung, wenn wir Redaktionssitzungen haben, wenn die Themen verteilt sind. Aber die Starnacht ist wirklich auch für die gestandenen Redakteure und für die, die gerne mit Musik zu tun haben, ein Highlight. Das freut uns natürlich sehr und wir berichten, wie gesagt, mit heute mit Live-Einstiegen, schon seit Donnerstag, seit dem Aufbau. Du wirst ja morgen eine besondere Sendung gestalten bei uns, die Radio Niederösterreich Nahaufnahme Spezial nennt sich das, mit Interviews von allen Künstlern, die hier sind. Und für heute vielleicht noch ein Tipp, wir übertragen natürlich die Starnacht zeitgleich mit dem Fernsehen. Also für alle, die lieber hören statt sehen, ein guter Tipp. Ab 20.04 Uhr auch mit einer Vorberichterstattung und ab 20.15 Uhr dann auf Radio Niederösterreich. Es passiert ja auch so viel auf der Volksbank Radio Niederösterreich Bühne schon am Nachmittag und auch nach der Show. Unser Kollege, der Claudio Schütz, ist ein Garant für Bombenstimmung. Wirklich, der macht das wirklich großartig. Was genau passiert denn da auf der Bühne? Genau, der Claudio Schütz ist ja unser Frühmoderator. Der macht schon seit Jahren die Radio Niederösterreich Disco dort, nach unserem Motto, die größten Hits und schönsten Oldies, und stimmt ein bisschen ein, vorher schon natürlich. Auf der Bühne habe ich mir sagen lassen, ich habe es auch noch nicht gesehen wirklich, auf der Bühne gibt es eine Trachtenmodenschau von der Elfie Meisselschläger, von der bekannten Trachtenexpertin, kennt man uns nur schnell einkleiden. Es gibt Volkstanzgruppen, es gibt diese Schmankerln, Stände, mit Mondzelten, halt alles, was kulinarisch Niederösterreich ausmacht und halt mit unserer Musik zur Einstimmung und nachher auch noch, wenn man noch ein bisschen weiter tanzen will. Also ich glaube, ein bisschen frisch wird es, aber dann muss ich da halt bewegen, macht nichts. Genau so ist es. Liebe Andrea, vielen herzlichen Dank, Andrea Pollack-Steurer, die Programmchefin des ORF Niederösterreich. Das Ego war ein Rocker, das sah den Volker Mocker. Das Wandern ist ein Ding, beim Skifahren nur ein Stocker. Die Schnitzel ist am Himmel, nein, ich bin softig und das Morgan. Er schmeckt sich ab und weg hinab und schreit von uns vorbei. Wenn da ist die von der Heul, denn jeder muss nur träumen. Ich bin bei Montag drüber sehen, Robbiana zu brechen. Eben da ist die von der Heul, da muss ich wollen, wenn der Mann ich nicht mal swing, wenn der Mann ein bisschen klingt. Ich bin der Mann ein bisschen klingt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in zwei Wochen, am 4. Oktober, erscheint unsere neue Single mit Spust. Und ihr könnt uns jetzt ein bisschen unterstützen, ihr könnt einmal klatschen, sind 0,01 Kalorien, wisst ihr? Oh yeah! Ein schöner Mann, ein schöner Abend. Ja, ja, was dir gut tat, mein Traum. Sie schau mich an, ich glaube, ich bin. Man ist ein Glück, dann geht er auch mal hin. Vielleicht mach ich mich zu neu. Doch ich geh hin und sag ihr, mein Herz und ihn verloren. Da kommt's von dir, das war mein Traum. Was sieht uns noch, können wir kaum trauen. Wer weiß, geht er auf und merkt schon. Der Blut, merkt schon. Ich spiele dein Leben im Blut. Merkt schon, merkt schon. Mit mir die Stars aus der Wachau 2019, Marie Wegener, Tina Naderer, Olaf Berger,
allem eine wunderbare Show heute am Abend. Danke und auf Wiedersehen.